Tagesordnungspunkt 7, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das Bauernsozialversicherungsgesetz sowie weitere Gesetze geändert werden, in 2694 der Beilagen. Hierzu haben die Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralf Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen einen Abänderungsantrag eingebracht. Ich werde ja zunächst über die vom erwähnten Abänderungsantrag betroffenen Teile und schließlich über die restlich noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Die Abgeordneten Dr. Josef Smolle, Ralf Schallmeiner, Kolleginnen und Kollegen haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 1 bis 3 und Artikel 6 eingebracht. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Mehrheit und damit angenommen. Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zugleich zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Abgeordneten Philipp Kucher, Kolleginnen und Kollegen, betreffend mit dem Gesundheitswesen darf kein Profit gemacht werden. Wer dafür ist, den bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist die Minderheit. Der Antrag ist abgelehnt. Wir kommen zur Abstimmung über Tagesordnungspunkt 8, Entwurf betreffend Sozialversicherungsänderungsgesetz 2024 in 2607 der Beilagen. Hierzu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung des Abgeordneten Magister Gerald Loacker vor. Ich werde der zunächst über die vom erwähnten Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Artikel 1, Ziffern 33 bis 36, Artikel 2, Ziffern 12 und 13, Artikel 3, Ziffern 16 und 17 sowie Artikel 5 in der Fassung der Regierungsvorlage. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen schließlich zur Abstimmung über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung der Regierungsvorlage. Wer dafür ist, dann bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Das ist mehrheitlich angenommen. Wir kommen zur dritten Lesung. Ich bitte jene Damen und Herren, die dem vorliegenden Gesetzentwurf auch in dritter Lesung ihre Zustimmung erteilen, um ein diesbezügliches Zeichen. Das ist die Mehrheit. Der Gesetzentwurf ist somit in dritter Lesung angenommen. Wir gelangen nun zu den Punkten 9 und 10 der Tagesordnung, über welche die Debatte unter einem durchgeführt wird. Es sind dies Berichte des Ausschusses für Arbeit und Soziales über den Antrag 4106a der Abgeordneten Magister Michael Hammer, Magister Markus Kosa, Kolleginnen und Kollegen, betreffend das Sozialarbeitsbezeichnungsgesetz 2024, 2695 der Beilagen sowie die Regierungsvorlage 2613 der Beilagen, Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG mit den Ländern, mit der die Vereinbarung gemäß Artikel 15a BVG mit den Ländern über Sozialbetreuungsberufe geändert wird, 2696 der Beilagen. Es wurde wieder auf die mündliche Berichterstattung verzichtet. Am Wort ist Magister Markus Kotzer. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrter Minister, sehr geehrte Damen und Herren, ja, was beschließen wir jetzt? Mit der Gesetzesänderung unter diesem Tagesordnungspunkt ergänzen wir das kürzlich beschlossene Sozialarbeitsbezeichnungsgesetz um eine wichtige Übergangsbestimmung für Sozialpädagoginnen. Analog zur Regelung für Sozialarbeiterinnen wird demnach zur Führung der Bezeichnung Sozialpädagoge bzw. Sozialpädagogin auch der oder diejenige berechtigt sein, wer innerhalb von 3 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes auf ein nicht einschlägiges Grundstudium ein aufbauendes Masterstudium der Sozialpädagogik im Ausmaß von 120 ECTS abschließt. Diese Gesetzesänderung ist unter anderem deshalb notwendig geworden, weil ursprünglich diese Übergangsbestimmung eben nicht drinnen war, weil es Berufsverbände nicht unbedingt für notwendig gefunden haben, aber sich letztlich in der Praxis erwiesen hat, wir müssen es einführen. Weiters beschließen wir im Rahmen dieses Tagesordnungspunkts auch eine 15a-Vereinbarung zwischen dem Bund und Bundesländern. Worum geht es da? Da geht es darum, dass Sozialbetreuungsberuf, also die Möglichkeit, eine Ausbildung, eine Tätigkeit im Rahmen der Sozialbetreuungsberufe durchführen zu können, durchführen zu können, immer mit einer Altersgrenze verbunden war. Die war bis jetzt unterschiedlich geregelt, nämlich teilweise in den Bundesländern 21 Jahre, teilweise 19 Jahre, das wird jetzt auf 18 Jahre harmonisiert und vereinheitlicht.
Zufällig soll es auch eine Kompetenzerweiterung für Heimhelferinnen geben, nämlich die sollen künftig diplomiertes Pflegepersonal bei der Verabreichung von Augen-, Nasen- und Ohrentropfen, beim Anlegen von Kompressionsstrümpfen oder bei Blutdruck, Temperatur, Blutzucker und ähnlichen Messungen unterstützen dürfen und erhalten dafür auch die entsprechende Ausbildung. Das sind allesamt Maßnahmen, die dazu beitragen sollen, den Mangel an Pflege- und Betreuungsberufen zu bewältigen. Und ich bitte im Sozialausschuss schon um breite Zustimmung. Danke. Nächster Redner ist Magister Christian Drobitsch. Bitte schön, Herr Abgeordneter. Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, Hohes Haus, werte Zuseherinnen und Zuseher. Bevor ich auf die Bestimmungen eingehe, möchte ich klar festhalten, dass die Pandemie eins gelehrt hat, dass durch die Pandemie der Bedarf an Dienstleistungen der Sozialarbeit stark gestiegen ist. Die psychische Gesundheit und die Probleme von Kindern und Jugendlichen hat stark zugenommen. Internetsucht ist ein Riesenthema geworden. Der Gewaltschutz ist ein Thema geworden. Und wir haben wirklich in allen Bereichen Notwendigkeiten, die soziale Arbeit zu stärken. Wenn man das weiß und sich heute anschaut, die zwei Tagesordnungspunkte, denkt mir, dass für die Regierung eh alles in Ordnung ist, wenn es um soziale Arbeit geht. Man hat ein Gesetz, das sogenannte Sozialarbeitsbezeichnungsgesetz, dahin geändert, dass man, was man vergessen hatte, im März wiederholt hat. Man hat die Sozialpädagogen die Übergangsfrist hineingenommen. Was man aber vergessen hat, und das ist das Wesentliche, man hat vergessen, das Berufsrecht der Sozialarbeiter zu regeln, dass man im Regierungsprogramm, nicht bei Ihnen, Herr Bundesminister, aber beim Bundesminister Kocher eigentlich geregelt hat, das hat man vergessen zu regeln. Das heißt, Sozialpädagogen hineinnehmen, aber das Berufsrecht, die Wertschätzung für die gesamte Berufsgruppe hat man vergessen. Und ich denke mir, wenn sich der Kollege Kosa herausstellt, es ist ein Punkt, den er jetzt erwähnt hat. Ich möchte aber auch erwähnen, dass es sehr wohl die Möglichkeit gäbe, das Berufsrecht zu regeln, weil die Kompetenzfrage, ob das eine Bundeskompetenz ist oder eine Landeskompetenz ist, da gibt es schon Gutachten auch. Aber ich glaube, die Bundesregierung hat auch in dem Punkt versagt und die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter allein gelassen. Außerdem wissen wir alle, in drei Bundesländern gibt es eine Mangelberufsliste und das sind das ist Salzburg, Oberösterreich und auch Vorarlberg. Da sind mittlerweile die Sozialarbeiter in der Mangelberufsliste erfasst, also drei Bundesländer und man spricht von einem Fachkräftemangel. Und wenn man da nicht erkennt, dass man die Wertschätzung genauso wie im Pflegebereich ausdrückt, indem man einfach die Haftungsbestimmungen, die Ausbildungsbestimmungen, das Berufsbild und auch den Tätigkeitsschutz klar regelt, dann hat man was vergessen. Und deshalb glaube ich, diese kleine Korrektur ist eine sehr kleine Korrektur und ist wieder die typische Arbeit der Bundesregierung, wenn es um Wertschätzung für Sozial- und Betreuungsberufe geht. Was mir noch wichtig ist, vielleicht eingehend noch auf diese 15a-Vereinbarung. Ja, es ist richtig, dass die Heimhelfer nunmehr mehr Kompetenzen bekommen haben. Gott sei Dank aber wurde die Ausbildung mitgeregelt, dass die Ausbildung erweitert worden ist. Weil in früheren Gesetzen habe ich gesehen, dass immer wieder vergessen worden ist, auch wie vorher, die Ausbildung länger zu machen, weil damit wären genau diese Gruppen, die jetzt mit weniger Geld, aber mehr Leistungen machen müssen, im Endeffekt auf ein Haftungsproblem angewiesen worden. Das heißt, die hätten in der Einlassungsfahrlässigkeit im Haftungsbereich wahrscheinlich größere Probleme bekommen. Nun, wir werden natürlich diesen Gesetzen zustimmen, aber ich sage Ihnen offen und ehrlich, ich hätte mir sehr gewünscht, dass das Berufsrecht für Sozialarbeiter geregelt wird. Ich hätte mir auch sehr gewünscht, dass im Endeffekt die 15a-Vereinbarung weiter ist. Und ich glaube auch, dass wahrscheinlich in den nächsten Monaten wieder darum eine Korrektur kommt, wie es leider war im Sozialarbeitsbezeichnungsgesetz. Wir als meine Fraktion werden den Sozialarbeitern weiterhin die Stange halten und eine Lanze für sie brechen. Die brauchen wir nämlich. Danke. Am Wort ist Frau Dr. Dagmar Belakovic. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke schön, Herr Präsident. Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren, ja, ich möchte gleich bei meinem Vorredner anschließen. Es ist so, dass wir heute ein Reformchen haben, also eine kleine Korrektur. Es wird aber nicht die letzte Korrektur sein, so wie das halt bei allen Gesetzen ist, die diese Bundesregierung bisher auf den Weg gebracht hat. Es muss alles 3, 4, 5, 6, 7 Mal korrigiert werden, weil man einfach nicht in der Lage ist oder nicht willens ist, das überlasse ich jetzt Ihnen, Herr Bundesminister, das anständig und ordentlich zu machen. Wir haben es auch heute gesehen, wir haben heute 40 Seiten Abänderungsanträge
Antrag bekommen, während die Debatte gelaufen ist. Das ist halt der Stil dieser Bundesregierung und das ist Ihre Art zu regieren, Herr Bundesminister. Aber dafür, das haben wir heute auch erleben dürfen, glauben Sie, sich alles erlauben zu dürfen. Es gibt ja auch keine Sanktionsmaßnahmen, wenn Minister auf der Regierungsbank reinschreien, polemisieren oder vielleicht auch Unwahrheit verbreiten. Dann gibt es keine Sanktionsmaßnahmen, ganz im Gegensatz zu dem bei Abgeordneten. Aber wissen Sie, und das ist mir schon auch noch ein Bedürfnis, das mitzuteilen, Herr Bundesminister. Ihre Abgeordneten heute haben ja gemeinsam mit den Abgeordneten der ÖVP in der Früh uns ein Ständchen hier gesungen. Und man ist sich tatsächlich vorgekommen wie auf der Titanic. Die Holzklasse, das sind die Bürgerinnen und Bürger, die sind schon am Ertrinken, während die Kapelle, und das sind Sie von den Regierungsparteien, hier herinnen ist und singt. Das ist das Bild, das Sie nach außen vermitteln, Herr Bundesminister. Und das ist ein ganz ein schlechtes Bild. Es wäre... Ja, es gibt viele Sorgen, die die Österreicherinnen und Österreicher haben. Aber ob Sie da herinnen singen oder nicht, es wird Ihnen nicht die Lebensbedingungen verbessern. Das ist nämlich das Problem. Sie haben die Probleme der Bürger nicht erkannt in diesem Land. Lieber stellen Sie daher und machen Musik. Ich bin ein Freund davon, dass man gemeinsam singt, aber nicht in Zeiten, wo die Probleme in dem Land explodieren. Da hätten sich die Bürgerinnen und Bürger andere Volksvertreter verdient, nicht solche, die sich auf Singen zurückkonzentrieren, sondern solche, die für sie arbeiten. Am Wort ist nun Magister Michael Hammer. Bitte, Herr Abgeordneter. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Bundesminister, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, bevor ich zu den Tagesordnungspunkten Stellung nehme, also das war jetzt wieder ein Höhepunkt an Peinlichkeit der Freiheitlichen Fraktion, der da geboten wurde. Und Frau Belakovic, es ist zum einen so, alle Parteien, die da herinnen sitzen, und möchte ich ja für alle in Anspruch nehmen, versuchen gemeinsam zu arbeiten, die Probleme der Menschen zu erkennen und auch Lösungen zu bieten, speziell die Bundesregierung. Und über alle Fraktionsgrenzen hinweg nehmen Abgeordnete an gemeinschaftlichen Aktivitäten teil, wie diesem Chor oder auch den FC-Nationalrat. Ihr seid nicht dabei, ihr seid im Schmollwinkel und ihr seid im Übrigen auch nicht dabei, wenn da herinnen wichtige Punkte debattiert werden, weil ihr seid zwei Tage mit leeren Sesseln da. Das ist zum Schämen und höchst peinlich. Und euer möchte gern Volkskanzler, der ist noch an Peinlichkeit der Größte, der war an diesen zwei Tagen fünfmal da, hat komisch in die Kameras gegrinst und jetzt um 15 Uhr kommt er da und blustert sich auf. Das ist auch peinlich, das brauchen wir auch nicht. Ja. Ja, und zu dem, was Sie gesagt haben, immer wieder Reformchen oder Korrekturen. Ja, bei uns ist das Arbeiten so, dass nicht alles auf einen Tag geboren wird. Wir haben im Pflegebereich schon drei große Reformpakete gemacht und es kommen immer wieder welche. Wir haben gerade beim letzten Tagesordnungspunkt wieder Reformen im Pflegebereich gemacht und es ist halt eine längerfristige Kraftanstrengung, den Pflegebereich nachhaltig abzusichern. Und mit dem, was wir heute hier beschließen, die 15a-Vereinbarung, ja, das sind kleine Schritte, aber wichtige Schritte, um die Arbeitsbedingungen der Menschen, die die Pflege leisten, zu verbessern. Ja, die Tätigkeiten der Heimhilfe auszuweiten, auch das Alter abzusenken, damit wir mehr Leute in den Pflegeberuf und in die Pflegeausbildung bekommen. Und das ist ein Wunsch der Länder, der Gemeinden. Wir organisieren die Pflege gemeinsam. Und hier lösen wir auch Dinge wieder entsprechend auf. Ihr leistet dazu keinen Beitrag. Wir haben im Pflegebereich schon sehr viel gemacht, sowohl im finanziellen Bereich, was die Ausbildungen betrifft, was auch das Gehalt und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betrifft. Und wir werden auch in Zukunft daran bleiben. Ihr seid bei dem nicht dabei. Am Wort ist die Frau Abgeordnete Fiona Fiedler. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Danke, Herr Präsident. Liebe gehörlose Menschen, wenn wir wie gerade von der Pflegereform sprechen, ist für viele Menschen der Unterschied zwischen Pflege und Sozialbetreuung nicht ganz ersichtlich. Verständlicherweise, muss man sagen, weil es ist ja auch hier im Haus selten differenziert worden. Die Sozialbetreuung ist aber ein Aspekt des Gesundheits- und Pflegesystems, der oft außen vor bleibt.
wir reden da auch von relativ kurzen und damit nicht besonders hochkompetenten Ausbildungen, die aber beispielsweise für pflegende Angehörige stark zur Entlastung beitragen. Umso verwunderlicher ist es, dass es seit dem Abschluss der Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern fast 20 Jahre bis zur Weiterentwicklung gebraucht hat. Und jetzt ist das auch nur ein Minischritt. Dabei sehen wir bei sehr vielen alten Menschen hauptsächlich soziale Indikationen für einen Betreuungsbedarf. Und wenn wir beispielsweise über Generationen wohnen oder eine Neuregelung zwischen Sozialem und Gesundheit sprechen, haben wir seit vielen Jahren Konzepte auf dem Tisch, die keine Berücksichtigung finden. In anderen Ländern wird viel mehr für Prävention und auch gegen Einsamkeit als Faktor für gesunde Lebensjahre gemacht. Als großen Wurf kann man das hier also jetzt nicht sehen, aber wir sehen es immerhin als Aufforderung an die Bundesländer, wenn wir sehr hoffnungsvoll sein wollen. Und in diesem Sinne geben wir auch gern noch einmal hoffnungsvoll unsere Zustimmung. Was ich zum Chor noch sagen möchte, wenn man gute Politik macht, kann man arbeiten und singen. Aber die FPÖ schafft halt weder das eine noch das andere. Danke. Zu Wort ist nun wiederum niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wünscht der Herr Berichterstatter